Leute, wir melden uns mit einer wichtigen Detox-Sondermeldung. Es geht um SMS. Man denkt immer, man kann einfach so auf SMS zurückgehen und Messenger abschaffen. Und was stellt man dabei fest? Es geht gar nicht so einfach. Erklär mal. Naja, wir haben versucht, auf WhatsApp zu verzichten und einfach wieder mal eine SMS zu benutzen. Und siehe da... Ja, das ging gar nicht. Warum nicht? Ja, wir haben festgestellt, zum SMS-Empfang auf unserem Samsung-Handy braucht man mobile Daten oder WLAN. Hä? Ich denke, SMS gab es schon vor dem Internet. Ja, und dann haben sich irgendwann die Provider überlegt, wir unterstützen mal das Ganze mit mobilen Daten, sodass man eine MMS... Was ist denn das? Das ist eine SMS, wo man ein Bild verschicken konnte. Das erste Mal damals war grandios, anstatt von Postkarten. Hä? Postkarten? Naja, ist eine andere Geschichte. Und dann hat man sich überlegt, wir machen aus MMS einfach eine Datensendung. Und jetzt braucht man auf einmal, wenn man SMS oder MMS verschicken will, mobile Daten oder WLAN. Und wir zeigen euch, wie ihr das wieder ausschalten könnt. Ja, das ist eine ganz wichtige Info, gell? RCS, sage ich nur. Ja, Rich Communication Service. Hä? Naja, ich zeig das mal. Wir blenden mal ein paar Bilder dazu ein. Also, wenn ihr wirklich mal wieder SMS verschicken wollt und wollt dabei mobile Daten und WLAN ausmachen, dann solltet ihr euch mit diesen Schaltern beschäftigen. Oder ihr schreibt uns mal. Wir antworten gerne. Ja, gute Idee. Namaste. Alter, das schöne Handy. Naja, ich will ein neues. Oh.